Ich fange einfach mal an und erzähle euch ein bisschen was über die Stringtheorie. Wie wir wissen, besteht die Welt aus den Elementarteilchen. Elektronen, Protonen und Neutronen. Die bestehen wiederum aus den Quarks. Und zwischen den Quarks existiert die sogenannte starke Wechselwirkung, die das Ganze zusammenhält. 1970 haben dann mal Wissenschaftler gesagt, dass man die starke Wechselwirkung ja mit Gummibändern vergleichen könnte. Oder mit einer Saite, wie schon im Intro angedeutet. Auf Englisch String. Das war schon ein Anfang in der Stringtheorie. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt vollständig zu erklären, kurz die Weltformel zu haben. Dabei wurde die Stringtheorie immer komplexer und größer. Heute wird angenommen, dass alle Materie aus Strings aufgebaut ist. Wir haben also keine punktförmigen Atome mehr, sondern es besteht alles aus eindimensionalen Strings. Diese Strings sollen die Grundbausteine der Natur sein. Und die müsst ihr euch echt wie eine Gitarrenseite oder ein Stück Gummiband vorstellen. Oder wie einen Bandwurm, damit die Biologen auch mitkommen. Wie soll aber nun so ein String feste Materie sein? Ganz einfach, er soll schwingen, immer hin und her. So wie ein Fisch zappelt, wenn er nicht mehr im Wasser ist. Damit besitzt er Schwingungsenergie. Und die können wir nach E gleich M mal C Quadrat in Masse umwandeln. Wie viel Masse jetzt ein String besitzt, hängt dann natürlich von seiner Schwingungsenergie ab. Zeigt uns ja diese kleine Formel. Stark schwingende Strings ergeben umgerechnet eine schwere Masse. Das ist bisher alles ganz akzeptabel, oder? Kann man damit leben. Jetzt wird es aber ganz komisch. Schnauft doch mal kurz durch, schnallt euch an und ab geht die Luzi. Da die Stringtheorie schwer vorstellbar ist, also wie die Bänder echt aussehen und sich bewegen und so weiter, hat sich die Physik einem guten alten Freund beholfen. Der Mathematik. Und da kann man problemlos mal um ein paar Dimensionen erweitern. Die Stringtheorie braucht nämlich allein zur Existenz 9 Raumdimensionen. Zusammen mit der Zeit wäre es dann eine 10-dimensionale Raumzeit. Wir kennen doch aber nur 3 Raumdimensionen, oder? Länge mal Breite mal Höhe. Die anderen 6 Raumdimensionen sind aufgerollt. Stellt euch einfach vor, sie sind so klitzebitze mini lulu klein zusammengerollt, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Wir sehen sie einfach nicht und uns jucken sie auch nicht. Die Strings, die aber auch viel kleiner sind als wir, die nehmen diese weiteren Raumdimensionen wahr und nutzen sie aus. Hört sich alles ziemlich kaputt und nach kiffenden Wissenschaftlern an, ist aber so. Der Erfolg gibt der Stringtheorie auch recht. Mit ihr konnte schon die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie, die beide als große Werke aber unvereinbar galten, vereint werden. Und man hofft einfach, dass die Stringtheorie den Weg zur Weltformel bereitet oder sie sogar schon ist. Halten wir also fest, die Stringtheorie ist die große Theorie zur Entdeckung der Weltformel. Laut ihr ist alles aus eindimensionalen schwingenden Bändern, englisch Strings, aufgebaut, die über ihre Energie eine Masse darstellen. Und damit das Ganze funktioniert, braucht man eine 10-dimensionale Raumzeit. Das ist das Minimum. Mit mehr wird auch schon gerechnet. Wenn euch das Thema Dimensionen neugierig gemacht hat, dann checkt doch mal unser Video zu den Dimensionen ab. Lasst euch dort einen kleinen Einblick in die 10 Dimensionen geben. Und ihr seht uns mal persönlich. Wann habt ihr das erste Mal von der Stringtheorie gehört? In der Schule? In den Nachrichten? Oder gibt es The Big Bang Theory Fans und Sheldon-Sympathisanten hier? Schreibt es doch mal in die Comments. In dem Sinne, haut's rein, macht's gut und bis dann. Ciao.